Hallo, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Auge, und zwar insbesondere mit der Entstehung von Bildern im Auge. So, da haben wir schon mal ein Auge und jetzt wollen wir mal gucken, was dahinter steckt, hinter dieser Iris. Ich lasse nun erstmal alle Details weg und erkläre euch nur das Prinzip des Auges. Das ist nämlich nichts anderes als eine Linse, eine Sammellinse. Und hinter dieser Linse befindet sich wie immer ein Schirm, nämlich die Netzhaut. Und hinter der Netzhaut befinden sich ganz viele Nerven, die die ankommenden Signale an das Gehirn schicken. Das Auge schaut auf folgendes Objekt, eine Kerze. Wie jede Linse hat auch diese Linse eine optische Ebene und zwei Brennpunkte in jeweils dem gleichen Abstand von der Linse, F1 und F2. Die Kerzenspitze sendet nun verschiedene Strahlen aus, zum Beispiel diesen Mittelpunktstrahl hier, der ja ungebrochen durch die Linse durchgeht. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.